Wer seine eigene Geschichte vergisst, wird aus der Geschichte vergessen. Die Dokumentation widmet sich einem für die meisten Menschen unbekannten Volk, den Sinti. Das Sinti-Volk und deren Geschichte und Kultur werden oft übersehen und missverstanden. Doch wer sind sie? Was macht sie aus? Und wie lautet die Sinti-Geschichte, die in ihrer Gänze verschwiegen wird? Sinti sind das älteste indischstämmige Volk Europas. Die meisten Sinti leben heute in Deutschland, Frankreich und Italien. Einige auch auf dem Balkan und anderen Ländern. Jedoch begann ihre Geschichte nicht in Europa. Von der Existenz der Sinti kann man erst sprechen, seitdem sie am Fluss Sindhu lebten. Sinti bedeutet in etwa so viel wie die Menschen vom Fluss Sindhu, heute auch Indus genannt. Es handelt sich hierbei um einen 3180 Kilometer langen Fluss, dessen Quelle in Tibet entspringt und bis in das Arabische Meer mündet. Der Fluss ist demnach so wichtig, da aus ihm die Blüte unserer Zivilisation entspringt. Im 10. Buch der Rigveda, im Kapitel 10, Unterkapitel 64, Strophe 9, wird der Fluss Sindhu insofern beschrieben, dass in ihm das göttliche, mütterliche, belebende Wasser mit Butter und Honig vermischt sei. Es zeugt sehr stark auf die frühe Emotionalisierung und Bedeutung des Wassers in der Provinz Sindh. Heute bildet Sindh den südlichen Teil Pakistans. So wichtig wie die Lungenvenen am Herzen sind, so wichtig ist das Wasser für die Sinti. Denn Wasser ist Leben und es gab Leben zur ersten Hochzivilisation dieser Welt, der Sinti-Hochzivilisation. Während andere Zivilisationen noch in der neolithischen Steinzeit waren, lieferten sich das alte Ägypten, Mesopotamien und die Sinti-Zivilisation ein Wettrennen um die Moderne, wobei die Sinti-Zivilisation ihnen eine Wellenlänge voraus war. Ausgangspunkt der Zivilisation war die prähistorische Stadt Mehrgarh. Sie liegt im heutigen Belutschistan, eine Nachbarprovinz Sinds. Die Fläche Mehrgarhs war so groß wie 168 Fußballfelder und beherbergte bis zu 20.000 Menschen. Die Bewohner handelten mit verschiedenen Luxusgütern wie Perlen, Schmuck aus Edelmetallen. Sie fertigten Gegenstände aus Kupfer und Bronze. Die Menschen hatten Ackerbau betrieben und handelten mit dem daraus gewonnenen Getreide. Der Fluss Sindhu diente als Hauptverkehrsweg. Das Indische Institut für Technologie in Kharagpur hat Keramikfundstücke untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass die Sinti-Zivilisation die älteste dieser Welt gewesen sein haben muss. Im Jahre 9000 vor Christus haben die Sinti Südasien zu einer Exportregion gemacht. Sie handelten über Zentralasien mit dem alten Mesopotamien. Selbst im alten Ägypten war das geläufige Wort für Seide und Baumwolle Sindh. Aus der frühen Zivilisation entsprang die nächste am Fluss Sindhu entlang. Im Jahre 3000 bis 1900 vor Christus stiegen in Sindh zahlreiche moderne Städte hervor. Am bekanntesten Mohenjo-Daro. Alle Häuser wurden nach demselben Schemata erbaut. Sie waren zweistöckig, besaßen eigene Brunnen, Schlafzimmer separat von der Küche. Jedes Haus verfügte über eigene Toiletten, angeschlossen an hochmoderne Kanalisationssysteme. Etwas, was nicht einmal die Adelshäuser in Europa vor weniger als 200 Jahren besaßen. Es gab öffentliche Freibäder und gigantische Kornkammern, in denen das wertvolle Getreide gelagert hatte. Untersuchungen der Getreidesorten haben ergeben, dass eine der vielen unter anderem Hirse war. Sie war sehr beliebt in der damaligen Sinti-Zivilisation. Hirse bedeutet auf Hindi und Sanskrit Marua. Dieses Wort wird in abgewandelter Form bei Sinti in Europa immer noch benutzt für Brot und andere Backwaren. In abgewandelter Form von Marua zu Maro. Anhand der Sinti-Sprache lassen sich also viele Rückschlüsse ziehen auf die frühere Geschichte und Kultur. Was die Auslöser für den Untergang der Sinti-Zivilisation war, ist unbekannt. Klimatische Veränderungen sind eine Möglichkeit. Zwischen dem Ende der Sinti-Zivilisation und dem Jahre 600 vor Christus sind nur wenige Informationen bekannt. Diese Epoche wird deswegen auch unter indischen Historikern als Gali-Ära bezeichnet.
Sinti waren als Handelnde auf der Seidenstraße oder zu Wasser per Schiff unterwegs. Das arabische Märchen Sindbad handelt ebenfalls um einen Seefahrer aus Sind. Es existieren zahlreiche griechische Lehnwörter als Handelsbegriffe innerhalb der Sinti-Sprache in Europa. Dies bestätigt deutlich die 5000 Jahre alte griecho-indische Handelsbeziehung. König Poros von Sind war einer der vielen Sinti-Könige, er hatte aber nicht nur friedliche Handelsbeziehungen, sondern wurde auch vom Einmarsch des Heeres von Alexander dem Großen bedrängt. Im Jahr 326 vor Christus schließlich wurde der Punjab, ein Teil des Sapta-Sindhu-Gebiets, von den Makedoniern besiegt. Alexander der Große beschrieb trotz seines Sieges die Sinti als mutige Menschen. Danach tötete er allein im Süden Sinds 80.000 Menschen. Die Sinti lebten unter den Persern, den Griechen, den Skythen, aber auch unter ihren eigenen oder anderen indischen Dynastien. Der Maurya unter König Chandragupta. Die Maurya-Dynastie einte große Teile des indischen Subkontinents. Die Gupta-Dynastie von 320 bis 550 vor Christus wiederum hatte die Artisten sehr hoch geschätzt. Es ist bekannt, dass auch Sinti unter ihnen als Artisten waren. Als das Römische Reich in Europa am Zusammenbrechen war, erlebte Sind hingegen unter Chandragupta II. Eine gesamte indische goldenes Zeitalter. Die Nalanda-Universität ist eine, die aus dieser Ära stammt. Die bekanntesten eigenständigen Sinti-Dynastien existierten von 489 bis 712 nach Christus. Allen voran die Rai-Dynastie, die sehr buddhistisch geprägt war, gefolgt von der späteren hinduistischen Chach-Dynastie. Die Chachnama, ein historisches Buch eines arabischen Chronisten, erzählt sehr eindrücklich über diese Zeit. Die Rai-Dynastie wurde von König Rai Devaji gegründet, daraufhin folgen vier weitere Rais mit der Hauptstadt Alroa im Sinti-Königreich. Die Sinti kämpften 74 Jahre lang gegen die arabische Invasion der Umayyaden. Insgesamt 15 Mal konnten sie zurückgeschlagen werden. Beim 16. Angriff gewannen die Umayyaden über Sind. Die letzten Sinti-Könige und Königinnen der Chach-Dynastie Raja Dahir, Rani Suhanadi und Rani Bai waren die letzten hinduistischen Herrscher Sinds. Raja Dahir wurde am 16. Juni 1712 nach Christus geköpft. Bis zuletzt kämpften nach seinem Tod die Sinti-Königinnen für den Erhalt ihrer Dynastie. Der 16. Juni 1712 nach Christus und die damit einhergehende verlorene Schlacht gegen die Umayyaden markierten einen großen Wendepunkt innerhalb der Sinti-Geschichte und ganz Südasiens. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch Kriegsflüchtlinge, da sie ihr eigenes Leben und ihre Sicherheit in Sind aufgrund des Krieges und seinen Folgen nicht mehr gesichert angesehen haben. Gab es Sinti, die Richtung Osten geflüchtet sind und sich mit der dortigen indischen Mehrheitsbevölkerung assimiliert haben. Auf der anderen Seite jedoch gab es Sinti, die Richtung Westen geflüchtet waren. Das sind die Sinti, die seit mindestens 700 Jahren in Europa leben. Die Ankunft der Sinti wird erstmals 1323 in Serbien, 1407 in Deutschland, 1422 in Italien und 1427 in Frankreich niedergeschrieben. Sehr interessant an dieser Stelle anzumerken ist auch, dass die Sinti schon in Sind selber zum Christentum konvertiert haben müssen. Denn, es sei angemerkt, Sind ist multiethnisch, multireligiös und multilinguistisch. Sind war sehr bekannt für seine Toleranz unter den Völkern, unter den Sprachen und unter den Religionen. Das Christentum gab es auf dem indischen Subkontinent schon in den 50er Jahren nach Christus durch Apostel Thomas. Anderen Überlieferungen zufolge kamen die ersten Christen über Sind und der Malabarküste um die 300er Jahre nach Indien. Fundstücke von christlichen Kreuzen wurden ebenfalls in der Nähe des Flusses Sindhu eruiert. All dies bestätigt diese These, aber auch kulturelle Bestandteile und ihre Sprache lassen darauf hinweisen, dass die Sinti schon vor der Ankunft in Europa Christen aus hinduistischer Tradition gewesen sein haben müssen. Der jahrtausendaltehrwürdige Name Sinti wurde von den Dominanzgesellschaften Europas seit jeher unterjocht mit rassistischen Fremdbezeichnungen. Allen voran
Zigeunach, das Z-Wort. Es stammt ursprünglich vom altgriechischen Antigani und bedeutet so viel wie die Unantastbaren. Schon vor der Ankunft der Sinti und den Roma in Europa wurde dieses Wort Antigani für Menschen des Monochianismus benutzt. Dabei handelt es sich um eine bestimmte Strömung innerhalb des Christentums, die in Griechenland als Christusketzer und als Frevler, als Heiden angesehen wurden. Somit ist auch das Urwort, die Urbedeutung von Antigani zutiefst diskriminierend. Weswegen es nicht verwunderlich ist, warum es seit Jahrhunderten benutzt wurde, um Sinti und Roma zu stigmatisieren, zu dehumanisieren. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit hatten Sinti auf vielfältige Weise Europa bereichert. Ob es ihre Instrumente, Tänze und Schwarzpulver waren, die sie teilweise aus dem indischen Subkontinent mitgebracht hatten. Ihre Handwerkskünste betrieben sie als mobile Reisende und arbeiteten mit wertvollem Gehölz und edlen Metallen. Meist waren sie mit Pferden unterwegs. Sie waren nützliche Gefährten, da sie ortsunabhängigen Handel begünstigten und Flucht vor Gefahr gewährleisten konnten. Es gab Pferdehändler und Bärentänzer, Kräutersammler, die mit der Urkraft der Natur Menschen heilen konnten. Oftmals waren sie auch Teile der Armee oder Polizei. In der Literatur prägten sie die Bilder der Romantik, wurden oft erotisiert und exotisiert. Zur gleichen Zeit waren sie über mehrere Jahrhunderte lang Inquisitionen ausgesetzt. Sie waren als vogelfreie Opfer von Hexenverbrennungen, Missbrauch und sogenannten Zigeunerjagden. In Deutschland und den Niederlanden waren diese bis ins 18. Jahrhundert gängige Praxis. Schutzbriefe, die von Adeligen wie Kaiser Sigismund ausgestellt wurden, verhalf ihnen zum sicheren Überleben. Den Sinti war es oft untersagt, in Dörfern und Städten sich niederzulassen und dort in Häusern zu leben. So war es auch keine Seltenheit, dass sie bei unbefugtem Betreten einer Ortschaft von den dortigen Anwohnern gefoltert wurden. Ihnen wurden unter anderem die Ohren abgeschnitten, das Haar oder die Finger oder der ganze Arm, mitunter auch die Zunge. Es existieren auch grausame Berichte darüber, dass Sinti auf Pfählen aufgespießt wurden und vor die jeweiligen Stadt- und Ortstore gestellt wurden, um schon den anderen Sinti in der Ferne zu sagen, ihr seid hier nicht willkommen. Aufgrund des fortschreitenden Humanismus und den Bürgerrechten konnten einige Sinti sesshaft werden. Somit gab es auch im 19. und 20. Jahrhundert Sinti, die Teil der Stadtbevölkerung waren. Dennoch wurden auch zu dieser Zeit Gesetze erlassen, die das Ziel hatten, Sinti zu bekämpfen. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Leben der Sinti wie zuvor auch gespalten. Sie waren Teil der Gesellschaft, sie wurden engagiert, ihre Musik und Kunst gewertschätzt. Klassische Musik wie die von Mozart oder Liszt gehen auf den Einfluss der Sinti zurück und trotzdem wurden sie als Menschen oft auch entwürdigt und schikaniert. Ob von privater Seite oder von justiziellen Behörden. 1899 wurde eine polizeiliche Informationsdienststelle eingerichtet, deren Aufgabe allein darin bestand, Sinti zu erfassen und deren Stammbäume anzufertigen. Auf diese Akten und Stammbäume, aber auch auf die Tauf- und Heiratsurkunden der großen Kirchen stützten sich die Nationalsozialisten unter der Führung Adolf Hitlers. Das Ziel war es, die vollständige Vernichtung des Sinti-Volkes neben den Roma, den Juden und den Slawen. Rassenbiologische Untersuchungen von Pseudowissenschaftlern wie Eva Justin und Dr. Robert Ritter taten ihr Übriges dabei. Vor dem Angriff Nazi-Deutschlands auf Polen waren Sinti schon in Konzentrationslagern eingesperrt. Der Großteil der Sinti wurde jedoch 1943 in die verschiedensten Konzentrations-, Arbeits- und Vernichtungslager deportiert. Während des Holocausts wurden sie Opfer von Zwangsarbeit, Sterilisation, Massenerschießungen, Vergasungen, Verbrennungen und Hunger. Für medizinische Experimente und Zwillingsforschung wurden sie bevorzugterweise als Häftlinge missbraucht. Die meisten überlebten diese reine sadistische Brutalität nicht. 90% aller in Deutschland lebenden Sinti wurden während des Holocausts ermordet. Sie stellen damit prozentual die höchste Opfergruppe dar. Insgesamt wurden mindestens 500.000 bis 1,5 Millionen Sinti und Roma europaweit ermordet und 6 Millionen Juden.
An Gehirnen von ermordeten Sinti wurde auch nach dem Krieg am Max-Planck-Institut geforscht. In der Tschechischen Republik überlebten 500 Sinti und Roma. In Slowenien alleine überlebten nur 50 Sinti den Holocaust. Jede Sinti-Familie war in irgendeiner Weise vom Holocaust betroffen. Nach 1945 endete die Verfolgung der Sinti in Nachkriegsdeutschland nicht. Denn auch nach 1945 wurde im Land Baden-Württemberg Gesetze wieder in Kraft gesetzt, die von 1935 erlassen wurden gegen Roma, Jenische und Sinti. Die zweite Verfolgung der Sinti zeigt sich auch darin deutlich, dass in der Justiz und in den Behörden die gleichen Nazi-Verbrecher saßen wie zu Zeiten Adolf Hitlers. Diejenigen, die dafür verantwortlich waren, dass Sinti ins Konzentrationslager kommen, waren auch für die späteren Entschädigungsgelder verantwortlich, die meisten Sinti demnach auch gar nicht erhalten haben. Oder um es mit den Worten der Sinti-Filmemacherin Melanie Spitta auszudrücken, Zitat: Weil von euch so viele Hakenkreuzer übrig geblieben sind, die wussten, wie man eine Entschädigung an uns verhindert, war unser Kampf vergeblich. Zitat Ende. Der Deutsche Bundesgerichtshof hatte am 7. Januar 1956 ein Grundsatzurteil erlassen und den Sinti die Schuld für den Völkermord an ihnen gegeben. Begründet wurde dies mit Verweis auf rassistische Nazi-Forschungen, die bei Sinti vererbbare Kriminalität und Asozialität sehen würden. Der Holocaust war nach richterlichem Beschluss eine Prävention von Kriminalität und kein Völkermord. Neben den fortlaufenden Diskriminierungen und Gewaltattacken und Assimilationsversuchen durch den deutschen Staat auf die Sinti gab es dennoch Sinti, denen es gelang, den Sinti-Jazz und die Sinti-Folklore in Nachkriegsdeutschland beliebt zu machen. Django Reinhardt, Titi Winterstein und Schnuckenack Reinhardt sind bis heute wichtige Vertreter. Auch in der öffentlichen sichtbaren christlichen Missionsarbeit engagierten sich viele Sinti. Dadurch erhielten sie wieder viel Zuspruch und Interesse von Gage. Nach der grausamen Erschießung eines Sinto in Heidelberg gab es 1973 die erste geeinte Sinti-Demonstration für Menschenrecht und Menschenwürde gegen Polizeigewalt. Es war der Anbeginn der Sinti-Bürgerrechtsarbeit, die auch von vielen Musikern wie Hänschen Weiß musikalisch unterstützt wurde. Die Filmemacherin und Sintitzer Melanie Spitta hatte auch Anfang der 80er Jahren angefangen, revolutionistische, aufklärende, authentische Dokumentarfilme zu drehen, um Holocaust-Überlebende Sinti zu Wort kommen zu lassen, damit die Menschen erfahren, was und wie der Völkermord an den Sinti vonstatten gegangen war. Im selben Jahrzehnt war auch der Hungerstreik in Dachau und die darauffolgende Anerkennung des Holocaust an den Sinti und Roma. Anwesend war die Delegation des Zentralrats unter der Vorsitzenden Romani Rose. 1995 wurden auch die Sinti und die Roma als deutsche Minderheit anerkannt. Einige Holocaust-Überlebende Sinti fassten durch die Bürgerrechtsarbeit wieder Mut und traten in die Öffentlichkeit, um darüber zu erzählen, was ihnen angetan wurde. Die erste Sintitzer war Philomena Franz, aber auch Hildegard Franz, Adolf Bocco Winterstein, Lolo Reinhardt, Merza Reinhardt, Florian Reinhardt, Zilli Schmidt, Elisabeth Gutenberger, geborene Schneck, Hugo Höllenreiner, Anna Mettbach, Rita Brickmore, Erasma Vincenzina, Zoni Weiss, Velesina McCray, geborene Lagrene, waren einige der wenigen Sinti, die in die Öffentlichkeit traten und oder ihre Biografien niederschrieben und oder erzählten. Die überlebenden Biografien sind enorm wichtig für eine authentische Gedenk- und Erinnerungskultur an den Holocaust, denn sie warnen unsere jetzige Gegenwart und unsere darauffolgenden Gegenwarten und die damaligen Gegenwarten vor einer möglichen Wiederholung des Holocausts, die es zu verhindern gilt. Die meisten Sinti, die den Holocaust überlebten, haben jedoch über ihre Erfahrungen geschwiegen. Biografien von Sinti-Holocaust-Opfer gibt es fast keine, weil niemand von ihnen aus dem Konzentrationslager zurückkam und ihre Asche noch heute dort ist. Ihre Geschichten können wir nicht hören. Just 2023 lehnte die
rot-gelb-grüne Ampelregierung die Forderung der unabhängigen Kommission Antiziganismus zur Errichtung monatlicher Entschädigungszahlungen an nichtdeutschen Sinti und Roma Holocaust-Überlebenden ab. Jedoch existieren ähnliche Formen für die jüdischen nichtdeutschen Holocaust-Überlebenden. Überlegungen der Deutschen Bahn, das Sinti- und Roma-Holocaust-Mahnmal in Berlin zu entfernen, wurden ohne großen medialen Echo wahrgenommen. Einige Sinti-Siedlungen, die in den 70er Jahren von der deutschen Regierung erbaut wurden, als Art Wiedergutmachung, drohen mittlerweile von den jeweiligen Städten wieder abgerissen zu werden. Sinti sind nicht nur eine unbekannte Minderheit, sondern auch eine meist zum Teil unsichtbare Minderheit. Denn sie sind Freunde, sie sind Kollegen, sie sind die Nachbarn und sind immer Teil dieser Gesellschaft gewesen und werden es immer sein. Viele entscheiden sich auch für Ausbildungen oder dem Studium. Wichtig ist auch, die Intersektionalität von Diskriminierung in Betracht zu ziehen. Denn Sinti werden meist nicht nur als Sinti diskriminiert. Wenn Sie weitere Videos über Sinti auf Deutsch ansehen möchten, empfehle ich Ihnen das Video 10 Fakten über Sinti im Holocaust und das Video Nennt uns Sinti über die sprachliche Unsichtbarkeitmachung der Sinti, vor allem im medialen Kontext im 21. Jahrhundert. Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Video angesehen haben. Bitte teilt dieses Video, liked dieses Video, abonniert diesen Kanal Sinti-Schneck und schreibt gerne ein YouTube-Kommentar. Vielen Dank.